Herzlich willkommen zu einem neuen NES Let's Play. Meine Beleuchtung ist gerade ausgefallen und ich muss mich jetzt hier mit einer Stehlampe begnügen. Also bitte um Entschuldigung, falls ihr mich nicht so gut sehen könnt. Ich spiele Lode Runner, denn ich habe richtig Bock auf ein altes NES-Game, das ich noch nicht ausprobiert habe, zu meiner Schande. Noch nie Lode Runner gespielt, das wird sich jetzt ändern. Noch nie Lode Runner gespielt, stimmt nicht ganz, denn ich habe es bereits in der neuen Version gespielt auf der Switch. Und schauen wir mal rein. So. Wie ich vorhin gerade nachgelesen habe, ist es eines der wenigen Spiele. Aha, okay, und damit habe ich mich schon getötet. Vielleicht mal Beschreibung lesen, bevor es losgeht. Ja, so wollte ich sagen, ja. Es ist eines der wenigen Spiele, die zuerst auf Konsole erschienen sind und erst dann als Arcade-Titel. So. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich tippe mal drauf, ich muss dieses Zeug hier einsammeln. Ah, aber warum geht der Bildschirm nicht gescheit mit? Nur so halbherzig, das nervt irgendwie. Mach ich da jetzt? Ich kann doch graben. Ich werde schon noch drauf kommen, was hier genau zu tun. Also ich muss mal alles einsammeln. So viel weiß ich schon aus dem Vorgängerteil. Ja, das bringt mir hier durch gerade. Ah, dann können sie mir nicht so leicht nachkommen. Trotzdem nachkommen, aber nicht so leicht. Aha. Okay, ich verstehe es langsam. Ja. Da wäre noch Zeit. Einmal Gold geben. Okay, ich komme rein. Ich komme rein. Ja. Das Spiel hat ja eine lange Geschichte hinter sich. Ist irgendwie auf Apple Computer erschienen, ist irgendwie als ASCII-Zeichenspiel erschienen. Und wie gesagt, ist jetzt sogar in einem Remake für die Switch erschienen und wahrscheinlich für einige andere Plattformen natürlich auch. Wie habe ich denn da jetzt ausgetrickst? Ah, vom Seil kann ich jederzeit runterspringen. Das ist. Warum geht der Bildschirm nicht gescheit mit? Das ist nervig. Dass der Bildschirm. Ja, ich weiß schon, was wir gemacht haben. Da geht der Bildschirm erst mit, wenn man nah genug weit auf der Seite ist. Okay. Jetzt haben sie mich. Nicht so gut. Okay, weiter geht's. Nochmal. Ja. Kann man schon vorstellen, dass das früher super Fun gemacht hat, das Game. Das Cover, das Boxart Cover ist ja genial. Aber widerspiegelt halt nicht ganz so das Spiel wieder, wie ich finde. Wo kann ich hier schießen? Kann ich hier schießen? Weiß es nicht. Oder kann ich noch nicht schießen? Muss hier aufpassen, also. Ich dachte, es geht sich nicht aus. Muss hier aufpassen, runter geht immer rauf, nimmer. Runterflüchten geht immer, aber raufflüchten.
Hatten die hinter die Gegner, hinterlassen die Gegner auch das Geld oder wie? Oder sammeln die das? Hab mal hier gescheit. Ich da mal rüber. Ah! Okay, das geht. Das geht. Ich kann den eingraben und rüberlaufen. Muss man mal wissen. Muss man mal wissen. Die Spielvariante wäre natürlich hier auch interessant. Mal auszuprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spaß macht. Ja, aber das nur weiter scrollt, wenn man so weit nach links geht. Meiner Meinung nach ein bisschen nervig. Falsche Taste. Ob ich das die erste Stage hier schaffe? Ja, Spiele waren früher halt schwieriger, keine Frage. Und wie gesagt, ich spiele es zum ersten Mal, also. Oh, du kommst da rein. Aha. Da habe ich den vernichtet irgendwie. Sagen Sie, ich habe es geschafft. Zu eine Gen-Animation. Lieb. Sound haut mich jetzt nicht von den Socken, aber ich sag mal, ist okay. Das Gettergeräusch ist ja die. Super. Aha, warum bin ich da runtergefallen? Weiß man nicht. Ja, das sieht man einfach nicht. Man sieht einfach zu wenig auf der Seite. Ich glaube, ich muss einfach genügend Punkte machen. Genügend Zeug einsammeln. Jetzt mal, das ist Gold. Knapp. Immer schön aufgehen. Da kann ich nicht graben, okay. Na. Dumm. Dummheit. Naja. Will man machen. Ein Leben habe ich noch. Okay. Jetzt haben wir 10 Minuten. Da geht sich noch eine Runde aus. Also, Empfehlung kann ich jetzt schon aussprechen. Nicht umsonst so bekanntes Game. Macht Spaß. Ich muss gestehen, ich hatte das
Irgendwie gar nie. Ah, okay, der kommt da wieder raus und tötet mich. Ja, ich hatte das zu NES-Zeiten dieses Spiel überhaupt nicht am Radar. Und freue mich, dass ich jetzt endlich mal nachhole. Lang genug hat es gedauert. Ich mache das jetzt super gescheit. Ah, wieso ist der jetzt da? Kann der da plötzlich spawnen da? Glaubt sich einfach zu hier zu spawnen. Muss ich da irgendwie raus noch? Der will in die Freiheit. Bleibt in die Freiheit. Jawohl. Kommt wieder die super fancy Animation. Hä? Was macht der? In die Herz, in das Herzeln oder spuckt er? Niemand weiß es. Ja, schön, dass er einen Feuer das levelt. Ja, beim anderen. Das war knapp. Nein, ich kann nicht mehr graben. Kann ich den 2 runtergraben? Muss ich da 2 graben rübergehen und nochmal graben? Ja, zu gierig gewesen. Vielleicht einfach zu gierig. Okay. Aber ich würde mal sagen, ich wäre besser. Ich werde besser. Und dieses Maxel hat mit diesem Maxel am Cover so überhaupt nichts gemeinsam, finde ich. Boah! Boah, das war knapp. Wegseits. Will ich nicht. Dann hol ich Gold. Alles meins da. Ah, ich wusste es. Komm. Ich wusste, habe ich es nicht, aber gedacht. So, wie dieses Gold da drüben. Nein, immer kommt ihr wieder dazwischen, Leute. Soll das? Macht man doch nicht. Ja, stirb. Und jetzt krieg ich nichts oder was? Was? Ui, das ist noch jede Menge. Ah, vielleicht stirbt er jetzt da drinnen. Thank you.
Nein! Boah, das ist bitter. Wir dürfen vorne anfangen oder ist jetzt schon alles bereit zum Weitergehen? War schlecht, das mit Weitergehen da. Nächste. Okay, man muss also echt alles einsammeln, was da ist an Gold. Uah. Ja, ich meine, der Sound ist echt. Es geht besser, habe ich schon besser gesehen, auch am Ende. Beziehungsweise gehört. Da kommt so, rührt mal rüber, Leute. Da kommt da mal her zu mir. Da ist super. Kommt da rüber zu mir. Da ganz unten links kommt alle da runter. Dann, wenn ihr da seid, sag ich tschüss, Baba. Mit dem Glocken hat ganz gut. Ab hier. Boah. Nein. Mann. Habe ich noch ein Leben oder was ist? Da habe ich noch, okay. Vielleicht schaffe ich noch. Vielleicht schaffe ich es noch ins Streifen. Bedingt so aus. So, meine Gegner sind jetzt nicht sonderlich intelligent. Die machen eigentlich nichts anderes, als einen nachzugehen. Also sie gehen einfach öfters in die eigene Richtung, in der man sich befindet, als in die andere. So wie ich das. Das geht sich noch aus, dass ich da eingrab. Wollten da lässig eingraben und drüber laufen. Ja, ja, ich kenne das Level. Wenn ich es Schläg drücke. Ah, es gibt eine. Uah! Jetzt habe ich mir die Idle-Animation angesehen und gestorben. Gut, das war also Loadrunner. Da gibt es einen Editor auch noch. Jetzt wollte ich schon Schluss machen. Schauen wir uns den Editor auch noch an. Schauen wir noch kurz in den Editor rein. Okay. Aha. Aha. Das ist aber nicht gelöst. Leiter. Leiter. Also der Editor gefällt mir schon mal. Wie machen wir das? Können wir eine Hängebrücke auch machen? Ja. Okay, einen Gegner hätte ich auch noch gern. Kommt. Darauf. Was auch immer das wäre. Also das bin ich selber, glaube ich, oder? Nein. Also geht's in die andere Richtung. Ich verstehe. Mal aus.
Das ist ja urlässig. Das ist ja super lässig mit dem Editor. Super schön gemacht. So simpel und gut hier. Ich bin begeistert. Finde ich total super. So, dann mache ich noch eine Leiter runter. Ja. Noch Gold hin. Und wie kann ich das Finish machen? Kann ich das? Keine Ahnung. Select nix. Gut, probieren wir es nochmal. Okay, die Gegner-KI hat ein bisschen ein Problem mit der Situation hier. Geh doch mal, geh doch mal. Na komm schon. Die KI reagiert total auf das, was ich mache. Ich rauf, geht die auch rauf. Geh ich runter. Okay, die KI backt ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen nett. Und das einfach mal weg. Wenn wir das so machen und den Gegner gehen wir da oben weg, der Gegner kommt da unten hin, vielleicht packt es dann weniger. Hol mir alles Geld, ich hol mir alles Geld. Die KI spinnt total. Okay, die KI sagt aber ja, jetzt war ich gerade kurz so begeistert von dem, aber die KI hat irgendwie nicht so drauf. Ja. Wie komme ich das wieder raus aus dem Edit-Modus? Weiß man nicht. Da wieder raus aus dem. Zurück zum Start. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Resetten wir mal den NES. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das war Loadrunner am NES von 1983. Naja, das ist schon ganz schön her. hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ihr mal Lust habt, Loadrunner zu spielen, dann tut es auch. Ist ein gutes Spiel. Kann man sich mal antun. Und packt ruhig mal in den Kommentaren, wie der Zwei-Spieler-Modus ist. Ich habe jetzt gerade keinen zweiten Spieler zur Hand. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.